Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ratchet und Clank, Crag in Time. Und wir sind auf der Suche nach Lord Vorcelon. Problem ist, ich finde ihn nicht. Es gibt ihn einfach irgendwie nicht. Wir gehen jetzt auf Nefarius Raumstation, denn wir haben alles. Wir haben 100%, wir haben alle Reader-Teile, also Holopläne, wir haben alle... Goldbolts, wir haben alle Zoni, sieht man ja unten, die sammelte Zoni 40. Ja. Keine Ahnung, wo der Typ ist. Vielleicht ist er irgendwo auf der Station. Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt hier hin. Und ich glaube, ich weiß, wo wir als nächstes hinkommen, tatsächlich. Wenn ich mich recht entsinne. Aber erstmal, gucken wir uns das an. So, hier, Goldbolts. 39, okay, es fehlt noch ein Goldbolt. Warum auch immer. Okay. Ah, ich weiß, wo der ist. Ja, ich weiß, wo der ist. Reader haben wir halt komplett. Schatzkartomat, okay. Rüstungsmagier, Knistenbrecher. Hypoflugrüstung, Zoni-Gefäß. Ja. Also, wir haben alles 100.000%. Das Problem ist, ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Hier hin. Teleportieren? Keine Ahnung. Ist das richtig? Ja. Hier müssen wir auf jeden Fall hin. Muni kaufen. Einen Schritt weiter, Nefarius. Geh sofort von dem Transporter weg. Du? Wie ist das möglich? Du müsstest tot sein. Im Namen der galaktischen Behörden beschuldigen wir dich hier mit der gemeinen Störung des Raumzeitkontinuums. Schalte den Transporter ab und ergib dich umgehend. Sieh dich an! Zum ersten Mal seit Jahren in Freiheit, knapp entfernt von deinem Schicksal. Und was tust du? Spielst gleich wieder unterwürfig Rucksack für ein Fellbündel. Du bist nichts als ein jämmerliches Helferlein. Wir sollten mal was trinken gehen. Das reicht. Niemand darf mit Clank so reden. Entscheide selbst, was zu tun ist, wenn das hier vorbei ist. Aber zuerst, wie wär's mit deinem letzten Auftritt und wir machen den Kerl platt. Wenn ich mit euch fertig bin, werde ich die Zeit zurückspulen, damit ich es nochmal tun kann. Und nochmal. Und nochmal. Okay. Darauf warte ich schon sehr lange. Lawrence, positioniere dich im äußeren Umfeld. Unser Schiff darf nicht beschädigt werden. Sie in Position, Sir. Spaß beim Kampf. Das ist ja ein Kinderspiel. Okay. Rida. Tue das, was du tun musst. Ja, so ein bisschen. War es reines Glück? Ach so. Hilfe! 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 Oh Gott! Ach so, okay. Ja, hätte ich gerne. Okay,
Okay, ich brauche eine andere Rocket. Ja. Die macht mehr Schaden aktuell. Schon wieder ernsthaft. Nö, nicht die Viecher. Ich bräuchte. Die machen schon guten Damage. Na, ich achte halt gar nicht gerade auf das, was er macht, ne? Naja. Oh Gott. Jetzt müssen wir unbedingt Leben sammeln. Ich meine, ein Hit und wir sind tot, ne? Also. Hallo, ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen, ich bin gestunlocked. Ich kann mich nicht bewegen. Alter, diese Steuerung, ich hasse diese Steuerung, ich hasse sie, ich hasse sie. Die Steuerung ist so zum Kotzen einfach nur, weißt du? Ja, hättest du nicht in deine scheiß Pläne mit einziehen sollen. Steuerung, bitte. Warum bist du so scheiße? Ich hasse diese Steuerung einfach nur. Das ist unfassbar, wie scheiße diese Steuerung ist. Alter, ich sehe nichts. Deine Schleife. Hallo, ich bewege mich nicht. Hä? Ich bewege mich nicht. Diese Steuerung ist einfach nur zum. Ich glaube, ich gebe der Steuerung ein minus 10 gleich, ey. Wenn wir das geschafft haben hier. Die Steuerung ist das wirklich, was das ganze Spiel echt so kaputt einfach nur macht. Nein, was machst du? Scheiße! Alter, ich gebe dem eine minus 10, sorry. Ich glaube, Ratchet und Clank ist das erste oder das zweite Spiel, was ich unter 90 bewerte. Das ist unfassbar, wie scheiße diese Steuerung ist. Also, das ist nicht mal der Skill oder so, weißt du? Es ist einfach nur diese scheiß Steuerung, die nicht funktioniert.
Komm schon, du scheiß verkackte Kacksteuerung. Hi. Was muss ich jetzt eigentlich abschießen? Weil er eben alle Klingen, die ich habe, auf den Latz. Volle Möhre mit der Rida. Nefarius! Wie deaktiviert man den Autopiloten? Oh, komm schon, komm wieder zu dir! Zur Panik. Wir müssen nur Lawrence finden, bevor er die Rettungskapsel nimmt. 20 Sekunden bis zum Einschlag. Clank, es war wirklich toll mit dir. Ratchet, komm schon! Du musst leider springen! 10 Sekunden bis zum Einschlag. Also, ich kann dir das nicht ausreden, oder? Ratchet, wir haben viele Abenteuer erlebt. Aber jemand muss die Uhr schützen. Und dafür bin ich gebaut worden. Warte, das war's dann? Was ist mit den Lombaxen? Sie sind nicht in Gefahr. Sie leben nur woanders. Wir finden sie. Aber die Vergangenheit bleibt, wie sie ist. Komm, Kumpel. Ich bring dich rein. Du warst nie ein Helfer, das weißt du, oder? Ich dachte eigentlich immer, du wärst der Helfer. Wo gehst du hin? Du hast eine Verantwortung. Du kannst nicht einfach weggehen. Die Lombaxe brauchen uns. Dreh mir nicht einfach den Rücken zu. Ich sagte stopp! Das ist nur seine Schuld. Er liest mir keine Wahl. Er will zur Mordeskammer. Clank, du musst ihn aufhalten. Raus, Clank. Ich will dich nicht vernichten, aber ich... Nee, willst du nicht. Nee, weißt du, er hat gerade den einzigen anderen Lombax im Universum gekillt. Also wie gesagt, Story ist halt ultra heftig. Ist das zu viel verlangt?
dass die mächtigen Zoni ihre edlen Regeln anheben, freuen, um die Vergangenheit zu richten. Nein! Geh weg von der Kammer! Mach die Tür auf! Hörst du? Die Uhr ist wie die Zeit selbst eingeschränkt. Niemand darf daran herumfuschen. Soll das ein Witz sein? Glauben Sie, ich lasse meinen besten Freund allein? Dein Vater hat sich sehr bemüht, den Raum vor Leuten zu schützen, die ihn missbrauchen könnten. Ich würde nicht mehr als 6 Minuten riskieren. 6 Minuten? Ja. Tun Sie das nicht. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Ich kann nicht. Ha, denkst immer nur an die Konsequenzen, was? Natürlich. Du wirst mich nicht aufhalten. Oh doch, ich werde dich aufhalten. Ratchet, er darf diesen Hebel nicht berühren. Okay. Du kannst die volle Batterie zu spüren. Kannst du nicht? Das scheiß Bomben werfen, ne? Es muss getan werden. Ich muss sie einfach retten. Weil du es verbockt hast. Oh, warte, was? Krieg ich eigentlich ein Gravitron? Dance mal ein bisschen für mich. Ich hole mir in der Zwischenzeit Muni. Na? Aber wegen dir. Weil du ihm vertraut hast.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Kannst mal aufhören, so wegzurennen hier. Ich muss das tun. Du musst kacken. Aua. Ja, ja, mach deinen komischen Wirbel hier. Alter, wie schwer ist dieser Bossfight bitte? Das ist übrigens der Endbossfight. Naja. Ich habe keine Stiefel. Oh, aber ja, dieser Boss war so ultra schwer. Wir spielen gerade mit der Rida, ja. Und wir haben ihn nicht. Nein. Hörst du das? In ein paar Sekunden können wir das größte Unrecht der Geschichte der Lombaxe verhindern. Ich kann sie das nicht tun lassen. Du hast keine Wahl. Sie wollen mich also einfach umbringen? Erledige dich jetzt. Rette dich in der Vergangenheit. Oh, jo, er macht jetzt noch den Ultra-Angriff hier. Du bist der Verräter. Du bist der Feigling. Du bekämpfst doch mich. Du hast mich angegriffen. Du hast mich gekillt. Na, dann lösche ich dich halt aus. Dann lösche ich dich aus. Ja, ist egal. Wir haben das aus Tools of Destruction gelernt. Kannst du nicht nochmal deine scheiß Bomben machen? Als ob er mich getroffen hat. Ich brauche nur ein bisschen Muni. Hat. Ja. Aua. Alter. Ich konnte nicht mehr springen. Die Steuerung hat versagt. Ich müsste der Steuerung eigentlich eine minus 50 geben. Aber das wäre das. Wäre das Spiel nicht wert, auf jeden Fall. Systemvorbereitung für Zeitverschiebung. Wir müssen das komplett von neu machen. Was für eine Wichs-Scheiße ist das bitte? So hab ich es nicht gewollt. Du solltest hier sein, an meiner Seite. Wir hätten sie gemeinsam retten können. Hey, hast du nicht drauf? Ha, dein Vater würde sich für dich schämen. Mein Vater würde sich für mich schämen, wenn ich einen Verräter wie dich leben lasse. So leicht kann man mich nicht aufhalten.
gönnen wir mal die anderen Waffen. Oh, cool. Gefangen. 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 So. Neunsen. Hui. Das ist egal, was du machst. Ich habe Jage mit diesen Schicksalsklingen, ne? Ja, Dynamo bringt mir, glaube ich, nichts. Okay. Konstruktorflinte? Du hast sie verraten. Du bist der Verräter. Ich muss das tun. So. Wir haben hier schon gute Down gemacht mit unseren Geilen. Hier, gönnt ihr noch einen Fred? Ah ja, macht das ein Damage. Okay, das, da kann ich nicht mehr folgen. Hab ihn getroffen. Hehe. Ja, komm, stell mir mal ein paar Tesla-Geschütze auf. Und die ultimative Kette. So. Noch Mr. Zorkon. Ein geiles Rubytron. Und. Ja, komm, Kyomin. Ja, alles. Ja, es gibt die Scheiße. Hier, Kryo. Okay. Groovy Tron. Ah, es ist mies. Oh, ich bin gesprungen, hat nicht funktioniert. Du bist der Verräter immer noch. Warum werde ich getroffen? Warum werde ich getroffen? Es war aber nicht so gut, dass wir die anderen Munitionsarten die ganze Zeit genutzt haben. Jetzt kriegen wir nämlich keine Rieder-Munition mehr. Jetzt müssen wir erstmal die ganzen anderen Munitionsarten sammeln. Oh Gott. Hey, das ist unfair. Lass es mal sein. Ja. Oh Gott. Hi. Er erwischt mich halt, ne? Er erwischt mich halt zweimal. Ich habe keine Rieder mehr. Ohne Rieder bin ich machtlos. Na, ich kann eigentlich das neu starten, ne?
Ja. Nee, es bringt nichts hier zu kämpfen. Ich habe keine Riedermuni. Tschüss. Es bringt einfach nichts. Es tut mir leid, aber es bringt nichts. Also die anderen Waffen zu nutzen ist ein Fehler, weil ich kriege keine Riedermuni mehr. Und die Rieder ist halt das, was mich eigentlich hier am Leben hält. Also, ja. Ich werde das jetzt offscreen weitermachen und ja. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ich starte dann die Folge einfach dann, wann es vorbei ist. Bis dahin, haut rein und tschüss. Die Steuerung ist absolute Scheiße. Die müsste eigentlich minus 99 kriegen für das gesamte Spiel.